Heute geht's los mit der Einführung. Der heutige Ablauf ist, dass ich erstmal ein bisschen die organisatorischen Infos euch erzähle und anschließend wird sowohl die TUWI als auch Encota vorgestellt und danach legen wir los mit einer Einführung in die Rohstoffwende. Zur Umweltringvorlesung, sie gehört zum Umweltbildungsprogramm der TUWI für das Sommersemester 2021. Aber dazu hört ihr bei der TUWI noch, bei der Vorstellung noch mehr dazu. Erstmal allgemein gibt es 11 Veranstaltungen in dieser Ringvorlesung, die immer zur selben Zeit im selben Raum, also hier in dem GoToMeeting-Raum, stattfinden, live. Wir zeichnen die Veranstaltung allerdings auf und veröffentlichen sie auf Videocampus Sachsen. Den Zugriff darauf bekommt ihr ungefähr 1 bis 2 Tage nach der Veranstaltung per Mail, wo ihr dann über den Link auch darauf zugreifen könnt. Die Präsentationen werden auf Opal hochgeladen, ganz normal. Und für alle Leute, die sich jetzt fragen, was ist Opal? Also für alle Externen, ihr könnt euch gerne, falls ihr Zugriff auf die Folien haben wollt, einen Gastaccount bei Opal erstellen und es gibt auch auf der TUWI-Website eine kleine Anleitung dazu. So, und falls ihr noch irgendwelche Fragen diesbezüglich habt, könnt ihr gerne eine Mail an Rohstoffwende@TUWI schreiben oder auch in das Forum in Opal. Ein paar Informationen habe ich noch für alle, die einen Teilnahme- und einen Leistungsschein haben wollen. Ganz wichtig ist, dass ihr vorher abklärt, ob ihr diese Credit Points euch überhaupt anrechnen lassen könnt. Dazu geht bitte auf euer Prüfungsamt zu. Wir können einen Teilnahmeschein ausstellen, der einen Credit Point bringt. Normalerweise wäre das 80% der Veranstaltungen müssen besucht werden. Online wird es so sein, dass wir 2 bis 3 Leitfragen hochladen auf Opal und davon müsst ihr pro Veranstaltung eine Frage beantworten. Und auch dabei ist es so, dass ihr quasi 80% der Veranstaltungen besuchen müsst. Also sind es insgesamt 9 Fragen, die ihr beantworten müsst. Ihr beantwortet diese Fragen und ladet dann euer Ergebnis am besten nach einer Woche auf Opal hoch. Die Deadline für die Beantwortung ist dann aber der 21.07., damit wir euch den Schein ausstellen können. Eine weitere Möglichkeit ist der Leistungsschein über die Klausur. Das gibt 3 Credit Points. Genau, die Klausur wird online stattfinden, quasi zur letzten Veranstaltung am 14.07. Und dafür könnt ihr letztendlich einen benoteten, aber auch einen unbenoteten Schein ausgestellt bekommen. Und damit wir einen besseren Überblick behalten können, wäre es super, wenn ihr euch in die Opal-Gruppen einschreiben könnt. Genau, aber das ist ja auf Opal direkt unter der Einschreibung zu finden. So, jetzt habe ich ganz vergessen, meine Kamera mal anzumachen und mein Gesicht zu zeigen. Also ja, ich bin Saskia und ich übergebe jetzt an den Flo von der TUWI, der euch die TUWI einmal vorstellen wird. Fragen Okay. stellen. Hallo. Ich habe kurz eine Frage. Ja. Okay, und zwar die Einschreibung, da steht immer noch, also bei mir zumindest nur allgemeine Einschreibung für Teilnehmende. Und das ist noch nicht aufgegliedert auf Okay, dann wird es Klausur und bestimmt gleich alles. noch freigeschalten.
Falls ihr ansonsten noch Fragen organisatorisch habt, schreibt sie am besten in den Chat, damit wir jetzt mit der Vorstellung weitermachen können. Oder eben ins Forum, falls es Fragen sind, die gegebenenfalls auch alle interessieren. Genau, ansonsten per Mail ins Forum, jetzt in den Chat, falls es dringend ist. Genau, und dann erstmal viel Spaß bei der Vorstellung der Tuli. So, hallo, ich bin Flo, wie schon von Sassi angekündigt, von der Tubi. Genau, könnt ihr den Bildschirm sehen? Mal ganz kurze Frage, da geteilt wird. Sehen. Ja, okay, super. Gut, ja dann, ja, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung zur Vorstellung an dich, Sassi. Genau, ich bin Flo von der TU Umweltinitiative. Kurz TUWI und werde euch heute mal in den nächsten 10 Minuten eine kleine Einführung geben, was die TUWI so macht, genau, beziehungsweise ja, vor allem machen wird. Und genau, ich selbst bin seit ungefähr 2 Jahren bei der TUWI, habe Elektrotechnik studiert und bin in diversen Arbeits- und Projektgruppen mehr oder weniger involviert, hauptsächlich bei der AG Mensa, aber da werden wir gleich noch ein bisschen was dazu sehen. Vielleicht erstmal so ganz generell. Genau. Wir sind eine Gruppe von Studierenden aller möglichen Semester und vor allem auch aller Studiengänge. Und aktiv beteiligen sich in etwa 30 bis 50 TUWIs und im erweiterten Kreis, also in unseren Chatgruppen und in unserer Online-Plattform, sind wir etwa 100 Engagierte. Und ja, 2019 haben wir 30 Jahre auf dem Campus gefeiert. Genau, mittlerweile sind es demnach 32. Und ganz unten seht ihr mal ja, noch ein Bild aus 2019, unser sogenanntes Winterhack. Also das ist ein ja, Gruppenwochenende, was wir ein bis zweimal im Jahr veranstaltet haben. Und unten rechts ein Plenum von uns im TUWI-Garten, natürlich vor Corona-Zeiten, als das noch möglich war. Ja, genau. Dann wurde von Sassi ja schon kurz angesprochen und wahrscheinlich kennt ihr euch damit schon fast besser aus als ich. Ein großer Teil von was wir machen bei der TUWI ist die Umweltbildung. Und wir haben auch dieses Semester wieder zwei digitale Umweltringvorlesungen angeboten. In einer seid ihr genau jetzt in diesem Moment drin. Die andere ist Bildung neu denken, Wege in eine zeitgemäße Umweltbildung. Und die hat am Montag begonnen. Waren nicht so viele Leute da wie hier. Also ich denke, das sind noch Kapazitäten. Da gibt es auch ein cooles Programm, unter anderem mit einer Folge vom Soziopod, falls ihr den kennt. Genau, könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Ja, ansonsten, auch das letzte Jahr war für uns sicherlich eine Umstellung, aber wir haben es ganz gut hinbekommen, alles auf die digitale Lehre umzustellen, haben da auf jeden Fall viel Mühe reingesteckt und Erfahrungen gesammelt und genau, bieten mittlerweile eben hier synchrone oder auch asynchrone Umweltringvorlesungen an. Wir haben uns in den letzten beiden Semestern echt ziemlich hohen Teilnehmendenzahlen erfreuen können, besonders das letzte Semester mit der Umweltringvorlesung Strukturen der Macht, genau, wo über 250 Leute eingeschrieben waren, was auf jeden Fall mehr war als jemals davor. Und vielleicht hier noch eine kleine Ergänzung. Das Studium Ökologikum ist vielleicht für einige von euch eine interessante Sache, weil ja ab 8 ECTS-Punkten, die ihr irgendwie im TUBI-Kontext mit Veranstaltungen, Projekttagen, Umweltringvorlesungen gesammelt habt, ebenso ein Umweltzertifikat bekommen könnt für uns. Dann eine interessante Sache, was dieses Semester zum zweiten Mal angeboten wird, ist das ja, interdisziplinäre Modul zusammen mit Integrale, reflektiert engagiert, Doing Sustainability. Und die Grundidee ist eben, Studierende wie euch langfristig für ein Engagement oder für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen und eben einen einfachen und geführten Einstieg in Projekte zu geben. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Semester wieder 5 große Projekte anbieten können, an denen ihr euch beteiligen könnt, wenn ihr möchtet. Wir haben hier Mensa-Statistik, CO2-Projekt. Wir wollen gerade eine ja, Ringvorlesung oder eine Grundlagenringvorlesung für Klima und Nachhaltigkeit organisieren. Ja, sowie zwei Projekte jeweils zur Mensa-Kampagne und von Wir fordern zu Wir machen, zum klimapolitischen Forderungskatalog der TU Dresden. Da sagen wir aber auch gleich noch was dazu. Und ja, ich kann nur so viel sagen, es sind auf jeden Fall noch Plätze übrig. Gibt auch 3 Credit Points für dieses Modul. Und besteht eben hauptsächlich aus einem Praxisteil gemeinsam mit uns. Und alle Projekte werden eben auch von TUWIs an sich betreut und begleitet.
Genau, weiter zu, was macht eigentlich so die TUWI am Campus oder wie treten wir auf? Sicherlich die größte und derzeit auch aktivste Arbeitsgruppe ist die AG Mensa und ist einfach ein super wichtiger Bereich, weil sehr, sehr viele Treibhausgasemissionen und werden durch unsere Ernährung und damit auch in unserem Mensa-Essen verursacht. Und die AG gibt es seit etwa 2 Jahren und los ging es eigentlich mit einem Brief und 7 Forderungen, die damals mit Students for Future Dresden zusammen an das Studentenwerk übersendet wurden. Und mittlerweile sind diese Mensa-Forderungen, die wir da mal zu Kaffee und Kuchen zusammengeschrieben haben, Teil des klimapolitischen Forderungskatalogs, der ja vom Stura legitimiert ist. Und im Dezember 2020 wurde der sogar von der Konferenz Sächsische Studierendenschaften angenommen, was die höchste sächsische Studierendenvertretung ist, wodurch der Katalog und damit auch unsere Mensa-Forderungen für alle sächsischen Hochschulen und Unis gelten. Was ziemlich cool ist, denn wir treffen uns seit Dezember 2019 regelmäßig mit der Geschäftsbereichsleitung des Bereichs Hochschulgastronomie und das ist nochmal eine andere, ja, Argumentationsgrundlage, sowas hinter sich zu haben, weil, wie es vielleicht auch an vielen anderen Unis läuft, dass irgendwie Studis gehen dahin, sagen, ja, wir würden vielleicht mehr klimafreundliche oder vegane Gerichte zulassen und die sagen, nee, machen wir nicht. Da ist es schon ganz praktisch. Ja, ansonsten ja, gibt es da viel zu viel zu sagen, aber wir haben noch andere Projektgruppen zu Mensa-Statistik, Mensa-Kampagnen, Nudging, gerade ein großes Thema und auch das CO2-Projekt, was vielleicht ganz passend an der Uni ist, automatisch zu essen, auch die CO2-Äquivalente zu berechnen. Genau, dann ist die TUWI an echt vielen Prozessen beteiligt. Wie gesagt, wir haben die Projektgruppe des Stura geleitet, die eben diesen klimapolitischen Forderungskatalog erstellt hat. Wir waren wesentlich an der Überflutungsaktion mit vielen TUWIs beteiligt. Vielleicht habt ihr ein bisschen davon mitbekommen, das war so eine SharePink-Kampagne Mitte letzten Jahres. Und wir waren bei der Entstehung von der Initiative Change TUD beteiligt, die, wie ihr auch gerade gesehen, zwei integrale Projektgruppen da macht. Und vielleicht kennt ihr das da rechts auf dem Bild, seht ihr dieses Warming Stripes Banner vor dem HSZ. Das ist auch mit der neuen Rektorin, der Frau Professorin Staudinger, zusammen entstanden aus dieser Überflutungsaktion. Genau. Weiterhin auch eine Arbeitsgruppe, die jetzt gerade in digitalen Zeiten ziemlich viel gemacht hat, ist unsere AG Struktur. Die ist ja, 2019 auf einer Nachhaltigkeitskonferenz an der TU Dresden entstanden. Und genau, das Ziel ist, angemessene Strukturen an der Uni zu schaffen, die eben die Transformation von Unis hin zu einer klimagerechten Universität ermöglichen. Damit haben wir an der Kommission Umwelt, das ist das Rektorat beratendes Gremium hier an der TU Dresden, zu einer neuen Ordnung verholfen, die gerade verabschiedet wird. Aus der AG Struktur ist die Green Office Initiative entstanden. Sprich, gute Neuigkeiten. Diesem Sommer wird ein Green Office, also ein Nachhaltigkeitsbüro nach europäischem Vorbild, gegründet. Und aktuell haben wir uns auch damit in den Prozess der Nachhaltigkeitsstrategie eingebracht und arbeiten da jetzt aktiv mit. Genau, dann ist auch digital letztes Semester viel passiert in Richtung Veröffentlichungen bzw. Leitfäden. Wir haben unseren Umweltleitfaden von 2011 nochmal rausgeholt und aktualisiert. Und da findet ihr jetzt auf etwa 100 Seiten alle möglichen Informationen zu Klima- und Umweltschutz, geordnet nach verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel Ernährung, Konsum, Mobilität. Und das alles mit Bezug eben oder mit lokalem Bezug auch zu Dresden. Den könnt ihr gerne auf unserer Website anklicken und runterladen. Weiterhin auch ein großes Projekt, der Leitfaden zur progressiven studentischen Veranstaltungsaufzeichnung, wo ja mehr oder weniger diese UAV hier auch mit reinzählt. Genau, wie wir ein deutschlandweites Verteilkonzept hatten, richtig cool gelayoutet, wie ihr hier sehen könnt, und da wird viel auf Open Source und eben den partizipativen Gedanken gesetzt. Ja. Ansonsten natürlich Öffentlichkeitsarbeit gerade auch super wichtig, vor allem für uns eben unser Blog und unsere Social Media Kanäle. Ich habe euch einfach mal ein paar Artikel hier aufgelistet, was so einfach die letzten Aktivitäten auf unserem Blog waren. Auf jeden Fall viele spannende Artikel. Gerade ein großes Thema war, TU Dresden bekommt Ökostrom ab 2023. Jede Menge Artikel zu den ganzen Mensa-Themen und ja,
Genau. Am besten schaut da einfach mal rein. Achso, übrigens, die Präsentation wird dann ja auch auf Opal hochgeladen und da sind auch alle Sachen hier verlinkt. Also müsst ihr nicht extra suchen. Genau. Aber um diese ganze Veranstaltung hier nicht zu sprengen, wie gesagt, die TUWI gibt es schon lange, es sind echt viele Leute aktiv. Hier haben wir noch eine Übersicht, was es noch so gibt an Sachen, die wir verfolgen, auf die wir jetzt natürlich nicht alle eingehen wollen. Zwischendurch immer ein großes Thema bei der Umwelt- und Filmabend, der hoffentlich irgendwann wieder stattfinden kann, wo unter anderem, über den unter anderem auch ich zur TUWI gefunden habe. Und wir machen Hochschulgruppenvernetzung. Ja, gerade diese Grundlagenvorlesung, gerade ein großes Thema, was vielleicht irgendwie mit Integrale oder der Kommission Umwelt zusammenkommt und viele weitere Projekte. Genau, wo wir schon irgendwie dazu kommen, wie ihr uns erreichen könnt. Natürlich irgendwie der einfachste Weg. Ja, schreibt hier in dem Fall Sassi, schreibt eine E-Mail an info@tuwi.de, schaut mal auf der Website vorbei und wenn ihr irgendwelche Artikel wollt, wie gesagt, unser Blog und vielleicht auch irgendwann wieder in Präsenz. Genau, vielleicht noch ein direkterer Weg, mit TUWI ins Kontakt zu kommen, das Plenum. Findet jeden Dienstag seit sehr, sehr vielen Jahren statt, immer 18.30 Uhr. Ihr könnt auch gerne schon ein bisschen zeitiger da sein. Das läuft über BigBlueButton aktuell. Der Link steht hier, plenum.tuwi.de. Und genau, kommt einfach mal dazu. Ist eine ganz niedrigschwellige und angenehme Angelegenheit. Nehmt euch ein heiß- oder kaltgetränk mit. Und also ich kann euch sagen, zumindest bei mir war es so, also die ersten 3 oder 4 Pläne, ja, war erstmal ziemlich erschlagen, dachte mir, boah, krass, wie kannst du so lange an der Uni gewesen sein, ohne von diesen ganzen coolen Aktivitäten mitzubekommen? Ich war auch erstmal ziemlich überfordert, was es alles gibt, aber irgendwie auch beeindruckt, wie so ein, keine Ahnung, so ein bisschen verpeilter Haufen von Leuten, oder zumindest erstmal verpeilt wirkender Haufen von Leuten, irgendwie so viel auch auf die Beine stellen kann. Von Umweltringvorlesungen bis die ganzen, ja, ziemlich krassen Projekte, die unter anderem jetzt vorgestellt wurden, oder jetzt eben auch noch nicht. Gut, zum Schluss dann vielleicht noch eine andere Sache, was so Dresden generell betrifft. Genau, die Umweltringvorlesung ist natürlich nur eine von vielen, vielen coolen Veranstaltungen, die gerade irgendwie von engagierten Leuten organisiert werden. Und es gibt einen Telegram-Kanal, Input.dd heißt der, und da versucht eben mit einer, ja, Nachricht pro Woche euch eine gute Übersicht zu geben, was so jeden Tag an Veranstaltungen, gerade eben digital, ja, früher irgendwie in Präsenz ist, was so stattfindet. Und ja, kann man sich einfach mal gucken, nervt wahrscheinlich nicht, weil nur eine Nachricht pro Woche. Und dann könnt ihr einfach jeden Tag gucken, ob irgendwie ein interessanter Input für euch dabei ist. Gut, mit diesen Worten, vielen Dank für die Zeit hier oder den Zeitslot in der Ringvorlesung. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Allgemein viel Spaß bei der Ringvorlesung dieses Semester. Und ich hoffe, man sieht vielleicht die ein oder andere Person vor euch mal auf einer anderen Veranstaltung, in einem Projekt oder einfach mal im TUWI-Plenum. Vielen Dank. Dann würde ich wieder an Sassi zurückgeben. Ja, danke Flo für die Vorstellung. Und da die TUWI das dieses Semester bei dieser Veranstaltung zumindest nicht allein organisiert, sondern in Kooperation mit INCOTA, wird jetzt der Julius INCOTA vorstellen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, du musst meinen, ja. Ich kann meinen Bildschirm noch nicht freigeben. Jetzt. Ja, super. Dankeschön. Ja, genau, vielleicht erstmal noch einen technischen Tipp. Es sind ja auch ein paar dabei, die vielleicht keine Studis sind und mit GoToMeeting noch nicht so viel unterwegs waren. Man kann oben nur quasi die aktiven Kameras anzeigen. Das habe ich eben herausgefunden. Dann sieht man immer nur die Person, die spricht und hat nicht diese ganzen grauen und schwarzen Icons. Ja, ich bin Julius, ich arbeite bei INCOTA. Sasi hat es ja schon gesagt, wir haben die Freude mit der TUWI zusammen diese Ringvorlesung zu organisieren. Ich habe hier ein Foto von unserer Webseite mitgebracht. Ich gebe zu, es ist ein bisschen geschummelt. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, sieht die leider noch nicht so aus. Wir haben dann Relaunch. In ein paar Wochen ist es soweit, aber die neue sieht so schön aus, dass ich jetzt das Bild schon mitgebracht habe. INCOTA ist eine
NGO. Wir setzen uns für eine global gerechte Welt ein. Unsere Vision ist es, dass die Interessen von Menschen auf der ganzen Welt mehr zählen als ökonomische, also wirtschaftliche Interessen von einigen Privilegierten. Dazu arbeiten wir mit Partnerorganisationen im Ausland zusammen, zum Beispiel in Mittelamerika, in Mosambik, in Vietnam haben wir Projekte mit PartnerInnen. Aber wir machen vor allem auch in Deutschland entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit und versuchen hier politische Strukturen auch zu verändern. Das machen wir in verschiedenen Themengebieten. Welternährung, Landwirtschaft ist beispielsweise eins. Soziale Verpflichtungen von Unternehmen. Wir haben Kampagnen zu sauberer Kleidung, zu Kakao, Make Chocolate Fair heißt eine Kampagne. Und waren auch im Steuerungskreis der Initiative Lieferkettengesetz. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Falls nicht, werdet ihr im Verlauf der Vorlesung auf jeden Fall davon hören. Das heißt, wir tun uns manchmal mit anderen NGOs zusammen, wie beispielsweise in dieser Initiative Lieferkettengesetz oder auch im Arbeitskreis Rohstoffe, der auch immer wieder auftauchen wird. Mein Arbeitsbereich und der Arbeitsbereich von meiner Kollegin Lara, die auch da ist, die ihr auch noch kennenlernen werdet, ist der der Ressourcengerechtigkeit und der Rohstoffpolitik. Und darin setzen wir uns für eine Rohstoffwende ein. Was heißt das? Wir meinen damit einen grundlegenden Kurswechsel im Umgang mit Rohstoffen im Bereich Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und unsere Schwerpunkte sind da vor allem Menschenrechte und Umweltstandards, auch in Bezug auf Zukunftstechnologien wie beispielsweise E-Mobilität. Da versuchen wir auf Politik und Unternehmen einzuwirken und ja, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema zu machen. Und ja, ihr seht schon, das passt super mit dem zusammen, was wir hier vorhaben zusammen mit der TUWI. Ich fand es auch eben super spannend von Flo zu hören, was die TUWI alles sonst noch macht. Fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und ja, freue mich auf jeden Fall auch sehr auf die Vorlesung mit euch und bin auch ganz begeistert, dass so viele Menschen jetzt heute hier sind und hoffentlich in den nächsten Wochen alle wiederkommen. Genau, zu dem alle wiederkommen ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil ihr wollt ja bestimmt wissen, was euch so erwartet in dieser Umweltringvorlesung. Und um das so ein bisschen interaktiver zu machen, haben wir uns überlegt, dass wir ein Quiz machen wollen. Ich muss mal kurz hier das hier wechseln. Genau. Und auf das Quiz gehen. Moment. So, seht ihr das? Ja, ist zu sehen. Ihr müsstet das eigentlich sehen. Ja, super. Genau. Und genau, das Quiz, was wir gleich starten, ihr könnt unten schon mal auf diesen Link gehen. Vielleicht können wir ihn auch nochmal in den Chat schreiben. Kann ich gleich nochmal machen. Ah ja, Saskia hat es schon gemacht. Sehr gut. Da braucht ihr diesen PIN. Den könnt ihr da eingeben. Das Quiz, was wir jetzt machen, hat so ein bisschen mehrere Funktionen. Also es soll euch zum einen einen Überblick verschaffen und Lust auf die Vorlesung. Denn wir wollen den Vorlesungsplan danach vorstellen. Und im Quiz erfahrt ihr jetzt schon mal ein bisschen was zu den Themen, die uns über die nächsten Wochen beschäftigen werden. Und das Quiz stellt euch gleichzeitig eine Broschüre vor, die wir zusammen, also in COTA mit dem AK Rohstoffe, diesem NGO-Netzwerk, dazu erkläre ich jetzt nicht so viel, weil das wird in der nächsten Vorlesung noch vorgestellt von einer Referentin, haben wir letztes Jahr diese Broschüre zusammen gemacht. Die heißt 12 Argumente für eine Rohstoffwende und ja, fast hauptsächlich mit recht einfach gehaltenen Infografiken. 12 Argumente zusammen, warum wir glauben, dass es eine Rohstoffwende braucht. Ihr könnt die nach dem Quiz, auf jeden Fall, ich werde die auch nochmal teilen und auch auf Opal auch nochmal reinstellen, wenn sie das noch nicht ist. Die könnt ihr immer mal wieder rausholen, auch während der Vorlesung. Wir machen jetzt nicht zu jedem Argument eine einzelne Sitzung, aber ihr seht schon, dass der Bezug zu dem Argumentarium oder zu der Broschüre, wie wir sie nennen, recht eng ist.
Vielleicht ganz kurz auch nochmal vorher zum Quiz. Wir werden auch eine kleine Pause einlegen und dann gibt es auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ich würde euch aber bitten, jetzt krasse Detailfragen zu den Inhalten euch aufzusparen zu den einzelnen Sitzungen. Denn zum einen haben wir da viel mehr Zeit, um darüber zu sprechen. Und zum anderen laden wir auch Experten, Expertinnen ein, die euch die Fragen im Zweifelsfall noch viel besser als ich beantworten können. Und ja, wäre ich daher dankbar, wenn ihr eher Verständnisfragen stellt oder ja, eher in die Richtung geht mit euren Fragen, weil wir einfach nicht die Zeit haben, jetzt so tief zu gehen. Okay, dann hoffe ich, dass sich jetzt alle eingeloggt haben auf der Quiz-Plattform. Ja, also falls es da irgendwelche Probleme gibt, meldet euch gerne im Chat. Ansonsten gehen wir einfach davon aus, dass wir darauf zuhören. Genau. Ja, wir werden es auch gleich sehen, wie viele Antworten da so reintrudeln. Genau, ich hoffe, es klappt bei allen. Ich werde es zusammen mit Saskia moderieren, dass sie die Fragen vorliest und ich dann die Broschüre oder den Teil der Broschüre, der zu der Frage passt, vorstelle. Okay, wir versuchen es einfach mal mit der ersten Frage. Genau, los geht's mit einer Frage, die uns alle betrifft. Wie viel Gold befindet sich in einem Smartphone? Ihr könnt angeben, was ihr vermutet. Entweder 1 Milligramm, 30 Milligramm, 15 Milligramm oder ihr denkt, vielleicht gibt es auch gar kein Gold in einem Smartphone. Ihr habt jetzt ungefähr eine Minute Zeit, euch zu überlegen, wie viel drin ist. Und dann kommt die Auflösung. Ja, Minute ist vielleicht ein bisschen lang. Vielleicht machen wir ein bisschen kürzer. Dann, aber wir können bei der ersten jetzt auch ein bisschen mehr Zeit lassen, damit das technisch funktioniert. Aber danach würden wir euch bitten, eher intuitiv zu antworten. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr es falsch beantwortet. Das ist nicht klausurrelevant. Studis wollen das immer wissen. Ne? Genau, und jetzt nicht eure Handys auseinanderbasteln und nachwiegen. Oder googeln oder sonstige Hilfsmittel sind natürlich nicht erlaubt. Okay, Saskia, wenn alle fertig sind, klicke ich auf Stopp dann, ne? Und dann auf Results. Korrekt. Ich glaube, so funktioniert es, ne? Okay. Ja, dann haben hoffentlich langsam alle abgestimmt. Dann schließe ich die Frage jetzt. Und da seht ihr die Ergebnisse. Drei Viertel lagen richtig. Es sind 30 Milligramm. Und es haben 103 Menschen mit abgestimmt. Das ist doch schon mal eine ganz gute Quote. Das freut mich. Ja, ich hoffe, ihr könnt das gut lesen, sonst könnt ihr es auch bei euch am Bildschirm vergrößern. Ich habe das jetzt nicht extra auf eine PowerPoint gemacht, damit ich nicht immer hin und her switchen muss. Das ist jetzt quasi das erste Argument aus unserer Broschüre, wo es uns vor allem darum ging, zu zeigen, dass metallische Rohstoffe, und darum geht es jetzt vor allem, uns täglich begleiten. Sie stecken in Dingen, die uns umgeben, wie zum Beispiel dem Smartphone oder hier auch ganz vielen anderen Gegenständen, die ihr seht. Und oft ist uns das gar nicht bewusst. Also stehen ja hier so ein paar Pfeile mit beispielhaft aufgezählt, was da alles drinsteckt. Und bei ganz vielen metallischen Rohstoffen habt ihr vielleicht die Namen schon gehört, aber was genau wo drinsteckt, ist den meisten Menschen mir eingeschlossen, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, eigentlich nicht bewusst. Das Smartphone, da unten seht ihr ja schon, stehen ein paar Fakten dazu drin. Vor allem auch, wie viele ungenutzt in den Schubladen in Deutschland rumliegen.
hier 2,9 Kilo Gold ist quasi angereichert, wenn man diese ganzen Smartphones, wenn man das ganze Gold perfekt recyceln würde, hätte man 2,9 Tonnen Gold. Und das ist so ein ganz gutes Beispiel, finden wir, um zu zeigen, dass wir viele von diesen Dingen, die uns umgeben und wo überall diese Rohstoffe drinstecken, nicht so besonders nachhaltig nutzen. Wir besitzen vielleicht auch mehr, als wir brauchen, besitzen Gegenstände, die wir auch teilen könnten und gar nicht alleine bräuchten, aber vor allem kaufen wir einfach oft Dinge neu, anstatt sie zu reparieren. Vielleicht macht ihr das individuell anders, dann ist es super, aber jetzt als deutsche Gesellschaft ist das auf jeden Fall so. Ihr seht ja hier, durchschnittliche Nutzung von einem Smartphone sind nur 18 Monate. Wir finden, das muss sich ändern, aber da ist nicht nur jede und jeder Einzelne gefragt, sondern vor allem auch die Politik, die es einfacher machen muss, so Elektronikgeräte beispielsweise nachhaltiger zu nutzen. Stichworte sind da zum Beispiel ein Recht auf Reparatur, längere Garantiezeiten und verfügbare Ersatzteile. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Sie beschäftigt sich weiterhin mit Metallen. Und zwar ist die Frage, wie viel Prozent der in Deutschland verwendeten bergbaulich gewonnenen Metalle werden aus dem Ausland importiert? Zur Auswahl stehen 25, 48, 79 und 99%. Gerne mal überlegen, was so um euch rum ist, wo es wahrscheinlich herkommt. Wo kommen die Metalle her, die da drinne sind? Genau, oder schätzt. Genau, ihr könnt natürlich auch einfach raten. Okay. Dann schaue ich jetzt mal, ob das auch schon klappt. Ach, was ich jetzt vergessen habe, ich habe ja einen Namen eingegeben. Das heißt, wir können am Ende auch eine Gewinnerin oder einen Gewinner küren. Auch wenn es jetzt darum natürlich nicht primär geht, aber die Funktion hat das Programm, das probieren wir natürlich aus. Aber gut, jetzt erstmal zu der Frage. Ich schließe die jetzt. Bitte schnell noch den Tipp abgeben. Okay, 104 Leute haben abgestimmt. Und interessant, diesmal lag nämlich die Mehrheit falsch. Es sind tatsächlich 99%. Wie ihr hier auch nochmal sehen könnt auf der Folie. Also fast alles Metall oder alle metallischen Rohstoffe, die uns umgeben, kommen von woanders her. Interessant ist auch, dass wir als Deutschland an fünfter Stelle der größten Rohstoffverbraucher weltweit stehen. Und ja, diese Metalle, die kommen von woanders her, aus Abbauländern. Das heißt, man sieht oft oder man sieht eigentlich nie, was die Produktion für Folgen hat. Die verbraucht nämlich enorme Mengen an Wasser, Land und Luft. Hier habe ich das Beispiel Wasser jetzt mal rausgegriffen. Es ist ja immer so schwer, so große Zahlen irgendwie greifbar zu machen. Wir haben es jetzt hier mit dem Beispiel Kupferimporten versucht, nur die Kupferimporte Deutschland, das benötigte Wasser dafür, würde 577 Millionen Badewannen füllen. Genauso ist es, um Metalle zu kommen, beispielsweise an Gold, ist immer auch total viel Abraum nötig. Das muss total viel Erde bewegt werden, um da ranzukommen. Mit Luft meinen wir zum Beispiel auch Dinge wie CO2-Ausstoß. Es wird so geschätzt, dass der Bergbausektor mittlerweile für 10% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und ja, wenn man sich das Ganze jetzt aus einer globalen Perspektive anguckt, muss man sagen, es gibt ein enormes Ungleichgewicht zwischen Rohstoffverbrauch und Rohstoffabbau. Das ist historisch gewachsen. Das ist in der Kolonialzeit entstanden. Diese Struktur, in der europäische Schiffe, ihr
kennt es ja aus der Geschichte von Christoph Kolumbus, Kolonisatoren aus europäischen Ländern, erst in die Amerikas gekommen sind, dort gewaltsam Land besetzt haben und begonnen haben, Minen zu errichten, die Rohstoffe dort abzutransportieren und sie in die europäischen Zentren zurückzubringen und sich daran zu bereichern. Das Ganze ging einher mit der Versklavung von Menschen und ja auch mit der Ausbeutung von Natur. Und wenn man sich jetzt heute anguckt, wie gesagt, wie Rohstoffverbrauch und Rohstoffabbau verteilt ist, dann ist das, man kann es nicht anders sagen, einfach krass ungerecht. Wir haben hier die Fahrzeuge pro 100 Menschen, einmal in Deutschland und einmal in Guinea. Seht ihr schon den gewaltigen Unterschied. Das Ganze macht es eben noch brisanter mit der Information darunter, dass in der deutschen Autoindustrie eingesetzte Bauxit, also braucht man zur Aluminiumherstellung, kommt hauptsächlich aus Guinea. Ja, dann kommen wir jetzt weiter zu den Folgen von Bergbau. Genau, als nächste Frage gilt es zu beantworten, was nicht zu den häufigen Umweltfolgen von Bergbauprojekten gehört. Genau, und los geht's. Genau, Betonung liegt auf. Ist vielleicht ein bisschen schwerer, die Frage. Ich habe gedacht, soll ja auch nicht zu einfach sein. Also, immenser Wasserverbrauch, Freisetzung giftiger Schwermetalle, Schlammlawinen, Nitratbelastung des Grundwassers. Okay. Dann haben jetzt hoffentlich alle abgestimmt. Oh, und ja, sehr gut, ihr seid nicht drauf reingefallen. Die Nitratbelastung kommt hauptsächlich von der Landwirtschaft. Die anderen drei Antworten sind alles häufige Umweltfolgen von Bergbauprojekten. Wir haben das in der Broschüre überschrieben mit unser Rohstoffgebrauch gefährdet Leben. Und zwar, wir können das jetzt nur anreißen, da wird es in der Vorlesung noch ausführlich drum gehen, sind eigentlich in der gesamten, im gesamten Prozess von Bergbauunternehmungen wird Umwelt zerstört und werden Menschenrechte verletzt. Das beginnt oft mit Vertreibungen, die vor der Erschließung neuer Minen zum Beispiel stattfinden, geht dann über den die Arbeit der Mine, wo es oft dazu führt, dass Trinkwasser kontaminiert wird, Schwermetalle freigesetzt werden. Das Beispiel hatten wir. Und auch in der Mine Arbeiterinnen oft nicht gut geschützt sind. Kinderarbeit im Bergbausektor ist ein großes Problem. Und in der Tendenz, und das gemeint mit Rohstoffabbau, wird immer risikoreicher, steigen diese Probleme. Denn durch den steigenden Rohstoffbedarf werden immer riskantere Vorhaben durchgeführt. Es müssen mehr Chemikalien eingesetzt werden, mehr Energie, mehr Wasser. Ihr seht hier als Beispiel, und das ist leider verdeckt. Okay, also da steht, wenn die Erzkonzentration abnimmt, dann wächst die Menge an Abraum überproportional. Ich glaube, das waren Beispiele für 3% und 10%. Also die Folgen für die Menschen, aber auch für die Umwelt drohen immer gravierender zu werden. In dem Kontext lässt sich auch nur erklären, warum verschiedene Bergbauunternehmen Tiefseebergbau durchführen wollen. Das gibt es im Moment noch nicht. Es gibt so Erkundungsvorhaben und ja, es wird auch noch eine Rolle in der Vorlesung spielen, warum das keine gute Idee ist. Vielleicht schon mal Spoiler, es ist für das ganze Ökosystem der Meere ziemlich katastrophal, wie es eingeschätzt wird. Und ja, ist einfach eine Folge davon, vom Rohstoffhunger,
des globalen Nordens, würde ich sagen. Ich habe euch noch zwei Bilder mitgebracht, weil ich es da jetzt auch irgendwie wichtig fand, nicht nur diese Infografiken zu verwenden. Man könnte meinen, es handelt sich da um die gleiche Katastrophe, sind aber zwei verschiedene in Brasilien, zwei Dammbrüche von Eisenerzminen, dem ersten 2019. In Brumadinho habt ihr vielleicht mitgekriegt über die Nachrichten, da sind fast 300 Menschen gestorben. War auch in den Nachrichten, weil TÜV Süd den Damm vorher für sicher erklärt hat. Und ja, soll einfach zeigen, das sind jetzt vielleicht die großen Unglücke, die von denen wir dann auch mitkriegen, zumindest vereinzelt. Aber ganz, ganz viele Bergbauprojekte auf ganz vielen verschiedenen Orten der Welt haben wirklich desaströse Auswirkungen auf die Menschen, die dort leben und auf die Umwelt dort. Diese Schlammlawinen sind jetzt hier nur ein einfach krasses Beispiel. Es ist auch nochmal ganz interessant, der Environmental Justice Atlas sammelt Konflikte, wo es eben um Umweltgerechtigkeit geht, die orangenen Punkte, die ihr hier seht, sind im Rahmen von Bergbauprojekten. Also ihr könnt gerne mal auf die Seite draufgehen, muss nicht jetzt sein, aber wird in der Vorlesung vielleicht auch nochmal vorkommen, wo einfach, auch diese Liste jetzt ist natürlich nicht vollständig, aber zeigt, finde ich, ganz gut, in welchen Orten der Welt und vor allem auch, wie viele, dass Menschen sich wehren gegen Bergbauunternehmen und wie viele Konflikte dadurch entstehen. Hier auch nochmal der Hinweis, oft ist für die Menschen, die sich gegen diese Bergbauunternehmen einsetzen, die leben ziemlich gefährlich. Hier seht ihr ermordete Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen weltweit. Der Bergbau, also die Zahlen sind jetzt von 2018 und der Bergbau war auch 2019 wieder der tödlichste Sektor. Ja, so viel dazu. Kommen wir zur nächsten Frage. Magst du die vorlesen, Sabine? Ja, sorry, ich muss erst mal mein Mikro wieder anschalten. Also die nächste Frage ist, was war 2015 und 2016 in Peru der Fall? Erste Auswahlmöglichkeit wäre, die Bergbaukonzerne erhielten mehr Steuerrückzahlungen, als sie zuvor Steuern gezahlt hatten. Der Bergbau brachte dem Land 67% seiner Staatseinnahmen ein. Die dritte Möglichkeit, Bergbauunternehmen sanierten insgesamt 500 ehemalige Minen. Oder als letzte Möglichkeit, mehr als 50% der Bevölkerung arbeiteten im Bergbau. Kann man mehrere Sachen auswählen, Julius, oder ist eine richtig? Vielleicht können wir als Hint schon mal... Es ist nur eine tatsächlich. Nee, es gibt später eine Frage, wo auch mehrere richtig sind. Hier ist nur eine richtig. Okay, dann müsst ihr euch entscheiden. Das klingt ja alle möglich. Okay, dann würde ich mal stoppen und bin gespannt auf die Ergebnisse. Durchwachsen. Okay. interessant. Das erste ist richtig. Die Bergbaukonzerne erhielten mehr Steuerrückzahlungen, als sie zuvor Steuern gezahlt hatten. Warum habe ich diese Frage reingenommen? Da geht es um die Erwartungen der Abbauländer, die oft nicht erfüllt werden. Hier seht ihr auf der linken Seite nochmal, was Gegenstand der Frage war. Tatsächlich sind die Staatseinnahmen von Ländern, in denen Rohstoffe abgebaut werden, oft gar nicht so super hoch. Die machen dann vielleicht einen großen Anteil vom Export aus, aber dadurch, dass transnationale Konzerne eben sehr mächtig sind und
auf die Regierung dort es schaffen, ihre Interessen da durchzusetzen und auf die Regierung einzuwirken, profitieren die Länder finanziell oft gar nicht so stark, wie sie vielleicht gehofft haben. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Die andere Frage oder die andere Antwort mit der Sanierung der Minen ging ja auch in die Richtung. Hier ist es tatsächlich auch wieder das Beispiel Peru so, dass es da super viele unsanierte Altlasten gibt. Das heißt Minen, die nicht renaturiert und geschlossen wurden. Das heißt, da können Giftstoffe noch in die Umwelt gelangen. Und die Kosten dafür tragen in den meisten Fällen eben die Gesellschaft oder hier der peruanische Staat. Die Unternehmen kommen dafür nicht auf. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Man könnte das noch weiterführen von Erwartungen von Abbauländern, die oft so nicht erfüllt werden. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Die hat was mit Zukunftsprojekten zu tun, die ja auch schon angeklungen sind. Also genau, die nächste Frage ist, welche Zukunftsprojekte werden die Nachfrage nach metallischen Rohstoffen in den nächsten Jahren massiv erhöhen? Diesmal sind auch mehrere Antworten möglich. Genau, ist es die Digitalisierung, der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Bioökonomie oder die Elektromobilität, beziehungsweise mehrere Sachen können es ja sein. Genau, hier wollen wir nochmal eine kritische Perspektive einbringen. Genau, denkt dran, ihr könnt mehrere Antworten anklicken. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was ihr angeklickt habt. Ich würde die Frage jetzt schließen. Ja, sehr gut. Es ist alles richtig, bis auf Bioökonomie. Die habe ich da reingeschummelt. Und ja, Elektroautos, erneuerbare Energien, Digitalisierung, ihr kennt das ja, das ist super viel in den Medien und wird Land auf Land ab diskutiert. Oft sind diese ja, Zukunftsprojekte, wie wir sie hier genannt haben, mit großen Hoffnungen verbunden, dass sie soziale Probleme wie Armut bekämpfen können und vor allem aber auch, dass sie die Umwelt und den Klimawandel, Probleme, die damit assoziiert sind, lösen. In der Tat sind die Potenziale dieser Zukunftstechnologien sehr groß. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie E-Mobilität bashen oder erneuerbare Energien, sicher nicht. Es wird allerdings oft vergessen, dass diese ganzen Technologien, auch die Digitalisierung, ja eine materielle Basis hat. Das heißt, in den ganzen Akkus, Kabeln und elektronischen Schnittstellen stecken Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer oder hier Lithium, was ihr hier seht, wo enorme Steigerungen des Bedarfs errechnet werden. Und die ganzen Rohstoffe müssen ja irgendwo herkommen. Und wir haben jetzt schon über Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen in dem Kontext gesprochen. Es ist zu erwarten, dass wenn die Bedarfe einfach so weiter steigen, dass auch die Konsequenzen für die Menschen in den Abbauländern und ja die Umwelt in den Ländern sich ja einfach noch gravierender werden. Und was das heißt, das ist ja jetzt erstmal irgendwie ein Widerspruch oder ein Problem. Weil wir brauchen ja die Energiewende und wir brauchen auch E-Mobilität und auch die Digitalisierung kann ja viele gute Effekte haben. Da würde ich euch auf die übernächste Vorlesung vertrösten. Da sprechen wir mit Expertinnen zu den einzelnen Themen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, Saskia. Wie viel Prozent des Elektroschrotts in Deutschland werden recycelt? Das ist ja eine sehr spannende Frage, da Recycling ja immer groß angekündigt wird. Ihr könnt auswählen zwischen 10 bis 15%, 35 bis 40, 60 bis 65
oder 80-85%? Ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt auch gespannt. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich es auf jeden Fall, hätte ich glaube ich falsch getippt. Ja, mit falschen Antworten kann man ja gut lernen. Ja, das hast du schön gesagt. Okay. Genau, vielleicht noch kleiner Hinweis an Anja, weil wir mit der Zeit, es dauert jetzt alles so ein bisschen länger, also wahrscheinlich würden wir den Ressourcenrechner am Ende dann etwas abgekürzt machen, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Aber ich schließe jetzt erstmal hier die Frage. Okay, also niemand ist so richtig optimistisch. Im Gegenteil, sind alle sogar relativ pessimistisch. Die Mehrheit sagt 10-15%. Das ist zum Glück nicht ganz richtig. Es sind 35-40%. Man kann auf jeden Fall festhalten, wir in Deutschland als deutsche Gesellschaft produzieren wahnsinnig viel Elektroschrott. Ihr seht hier unten die quasi auf dem Kopf gerechnete Zahl aufs Jahr. Wir sind dabei 22,8 Kilogramm pro Person pro Jahr, liegen damit deutlich über dem EU-Schnitt. Und ja, von dem globalen Vergleich brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Also der große Müllberg hier in der Mitte ist auf jeden Fall gerechtfertigt in der Darstellung, glaube ich. Es wird nun ja deutlich weniger als die Hälfte überhaupt recycelt. Was passiert mit dem Rest? Naja, der landet vielleicht manchmal im Hausmüll, obwohl er da nicht hingehört. Ein Teil davon wird auch illegal in Länder des globalen Südens exportiert. Und ja, das soll einfach zeigen, zu Recycling, oder ihr habt ja auch schon mal den Begriff Kreislaufwirtschaft wahrscheinlich gehört, ist es auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Und da schließt auch die nächste Frage an. Beziehungsweise ist eine Frage, welche der Aussagen stimmt. Genau, also die erste Aussage ist, trotz 50% Effizienzgewinne in den letzten 18 Jahren in Deutschland konnten nur 17% Ressourcen eingespart werden. Die zweite Aussage ist, Kupfer kann als einziges Material bislang fast verlustfrei recycelt werden. Die dritte Frage ist, oder Aussage, der Rohstoffverbrauch in Deutschland hat sich von 2000 bis 2015 verdoppelt. Und die letzte Aussage, kritische und seltene Metalle werden nur zu ca. 30% recycelt. Genau, und falls ihr, genau, es sind schon mal ein paar Fragen im Chat aufgekommen. Ihr könnt gerne Fragen in den Chat stellen, die beantworten wir dann, wenn wir quasi das Quiz einmal beendet haben. Aber falls Fragen aufkommen, müsst ihr euch nicht den Kopf drüber zerbrechen. Ja, ich würde auch fast vorschlagen, dass wir das Quiz, die Fragen noch fertig machen und dann 5 Minuten Pause. Wenn ihr noch durchhaltet, sonst könnten wir natürlich auch eine 5 Minuten Pause machen und dann das Quiz weitermachen. Aber also es sind jetzt noch 3 Fragen danach. Das macht wahrscheinlich Sinn, es fertig zu machen. Protest auch gerne in den Chat. Okay, dann schließe ich mal die Frage. Oh, da gibt es auf jeden Fall auch, sind 2 Antworten sehr nah beieinander. Tatsächlich ist die erste Aussage richtig. Es gab große Effizienzgewinne in den letzten Jahren, aber die haben sich gar nicht so krass in einer Reduktion des Ressourceninputs niedergeschlagen, wie man vielleicht denkt. Für uns ist es wichtig, diesen Punkt zu machen, dass Effizienz, das ist was super Wichtiges, und da setzen auch die meisten Regierungsstrategien im Bereich Rohstoffe drauf. Das reicht alleine nicht. Ihr habt hier
quasi Argumente dargestellt, wo darunter so ein bisschen der Fact-Check ist. Einmal die richtigen Weichen sind doch schon längst gestellt. Da habe ich ein bisschen übertrieben in einer Antwort. Also tatsächlich ist der Einsatz bergbaulich gewonnener Rohstoffe zwischen 2000 und 2015 leicht angestiegen. Er hat sich jetzt nicht verdoppelt. Genau, die anderen Sachen waren falsch. Also auch im Kupferkreislauf. Kupfer ist ein Massenmetall, das wird viel recycelt, aber auch da sind die Verluste 60-70% insgesamt. Und kritische Metalle und seltene Metalle haben eine Recyclingrate von unter 1%. Genau, so viel zu Recycling. Auch hier geht es wieder nicht darum zu sagen, Recycling ist irgendwie doof. Recycling ist super wichtig. Aber, und den Punkt machen wir hier als Ackerrohstoffe in der Broschüre, das reicht nicht alleine. Ja, jetzt gehen wir noch mal ins Ausland. Nach El Salvador. Also, Frage. Genau, was beschloss das Parlament in El Salvador 2017? A, eine neue Steuer für Bergbauunternehmen. B, eine staatliche Förderung für Tiefseebergbau. C, ein nationales Bergbauverbot. Oder die Verstaatlichung eines ausländischen Bergbauunternehmens. Auch hier wahrscheinlich gar nicht so einfach die Frage. Auf jeden Fall gespannt, ob die Mehrheit diesmal richtig liegt. Ich würde euch noch 5 Sekunden geben, um euch zu entscheiden. Neue Steuer, staatliche Förderung von Tiefseebau, nationales Bergbauverbot oder die Verstaatlichung eines ausländischen Bergbauunternehmens. Dann ist die Zeit jetzt um. Ja, interessant. Staatliche Förderung von Tiefseebergbau ist zum Glück nicht richtig. Es ist tatsächlich das nationale Bergbauverbot. Wir haben das in der Broschüre Konzepte für einen gerechten Umgang mit Rohstoffen aus Abbauländern genannt. Auf dieser Doppelseite, wenn ihr die euch vielleicht nachher oder nächstes Mal anguckt, seht ihr ganz viele verschiedene Meldungen aus Ländern, einfach um zu zeigen, es geht jetzt gar nicht nur darum, dass wir uns jetzt hier überlegen, wie so eine Rohstoffwende aussehen soll und die dann durchsetzen. Es gibt schon wahnsinnig viele Vorstellungen in den Abbauländern, wie der Abbau von Rohstoffen einfach sozial und ökologisch vertretbarer vonstatten gehen kann oder wie er vielleicht, wie in dem Fall von El Salvador, auch einfach verboten werden kann. Genau, die Konzepte reichen da von Steuern, die eingeführt werden. Also das war durchaus auch ein reales Beispiel. Das war aus dem Kongo, was auch in den Antworten vorkam, bis zu partizipativerer Raumplanung oder dass ökonomische Alternativen jenseits des Bergbaus aufgebaut werden. Diese ganzen Prozesse und Konzepte haben eigentlich meistens gemeint, dass sich Menschen vor Ort organisieren und ja in Prozessen sich ihre Vorstellungen eben versuchen umzusetzen und auf politischer Ebene dann Gesetzesinitiativen starten oder auch einfach Widerstand leisten gegen Bergbauunternehmen, wie wir es ja auch schon als Beispiele hatten. Gut, das war jetzt ja schon so, vorletzte Frage. Genau, was die letzte Frage war ja auch schon ein bisschen positiver. Ich hoffe, das steigert die Laune. Und die nächste Frage ist, was ist eine zentrale Forderung des Arbeitskreis Rohstoffwende? Genau, AK steht für Arbeitskreis. Für eine Rohstoffwende bezogen auf Deutschland. Könnte sie fordern die Steigerung der Rohstoffproduktivität, die Versorgungssicherheit oder die Senkung des absoluten Rohstoffverbrauchs oder mehr einheimischen Bergbau? Ja, das bezieht sich jetzt also auf Deutschland.
Sorry, ich Genau. versetzt bin. Alles gut, genau. Der Acker-Rohstoffwende fände ich eigentlich auch gut. Heißt aber Acker-Rohstoffe ist dieses NGO-Netzwerk, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, wo Incota auch Mitglied ist. Also was fordern wir? Das ist eine unserer Hauptforderungen. Dann bitte einmal abstimmen. Würde ich sagen, noch 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage. Ja, das schien relativ eindeutig zu sein. Ist auch richtig. Versorgungssicherheit fordert meistens die Industrie und schafft es damit auch ganz gut, politische Strategien in Deutschland zu beeinflussen. Steigerung der Rohstoffproduktivität, das wäre quasi mehr Effizienz. Das ist auch was die Regierung immer wieder aufschreibt. Was allerdings nicht drin steht und auch von den wenigsten Parteien oder eigentlich von keiner bis jetzt so wirklich explizit gefordert wird, ist die Senkung des absoluten Rohstoffverbrauchs. Genau, mehr einheimischer Bergbau wollen wir auch nicht. Das war den meisten auch klar. Vielleicht mal, genau, das ist so diese Grundforderung, den Rohstoffverbrauch absolut zu reduzieren. Ganz kurz, wie wir uns das vorstellen, wie das funktionieren soll. Das ist einmal, dass rohstoffintensive Produktions- und Konsumbereiche umstrukturiert werden, also beispielsweise die Mobilität. Das wird nicht funktionieren, wenn wir einfach 48 Millionen Elektroautos in die Straßen stellen. Also weder wollen wir, glaube ich, alle in den in Städten leben, wie die dann aussehen, sondern auch einfach von der Rohstoffseite wird es nicht funktionieren ohne massive Konsequenzen in den Abbauländern. Das Recht auf Reparatur hatten wir ja auch schon erwähnt. Das wäre ein Beispiel für den zweiten Punkt. Nachhaltige Software, modulares Design. Im Chat hat jemand schon von Shift Phone geschrieben. Das soll auch eine wichtige Rolle spielen. Über Recycling haben wir eben schon kurz gesprochen. Auch das ist wichtig und muss auf jeden Fall aus unserer Sicht noch viel ambitionierter durchgeführt werden. Und ja, der letzte Punkt, ich finde den immer super wichtig. Ich finde, es sollte einfacher werden, ein ressourcenleichtes Leben zu führen. Also damit meine ich, es müsste steuerlich begünstigter werden, wenn man, das kennt ihr ja aus der Klimadebatte genauso, wenn man irgendwie weniger CO2 verbraucht. Hier ist es mit Blick auf die Ressourcen das gleiche Argument. Wir müssen einfach Lebensweisen fördern, die weniger Ressourcen verbrauchen. Okay, dann haben wir jetzt die letzte Frage und dann müssen wir, glaube ich, alle mal 1-2 Minuten auf jeden Fall Fenster auf und durchatmen. Aber ja, vielleicht noch die letzte Frage, Saskia. Genau, nochmal alle Gehirnzellen zusammensammeln. Welches Konzept soll Unternehmen zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards bringen? Ist es der Lieferkettenzwang, die Sorgfaltspflichten, die Produktverantwortung oder die Betriebsferne? Genau, allerletzte Frage, also nochmal konzentrieren und dann sind die Fragen auch schon. Dann habt ihr es geschafft. Genau, also ich habe mir wirklich 3 Begriffe völlig ausgedacht. Es gibt, naja gut, vielleicht gibt es noch was anderes, aber es ist auf jeden Fall relativ eindeutig, was gemeint ist. Ich glaube, ich stoppe mal gleich das Ranking, dann kann ich was dazu sagen. Das Voting. Okay, dann bitte schnell entscheiden. 3, 2, 1. Ah ja, okay, habe ich doch zu gute Sachen erfunden. Also den Lieferkettenzwang habe ich mir auf jeden Fall ausgedacht. Die Produktverantwortung, ich weiß nicht, ob BWLerinnen anwesend sind, vielleicht gibt's das, es war aber nicht damit gemeint. Es ist tatsächlich, Betriebsfairness ist auch Quatsch, es sind die Sorgfaltspflichten. Es ist ein juristischer Begriff und
Es ist vielleicht ja gar nicht so unbezeichnend, dass er noch gar nicht so bekannt ist. Aus meiner Wahrnehmung ist er ein bisschen bekannter geworden in der letzten Zeit, vor allem durch die Initiative Lieferkettengesetz. Ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Seht ihr es vielleicht besser? Und zwar beschreibt der Begriff Sorgfaltspflicht in dem Zusammenhang, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, in ihren Lieferketten Risiken für Menschen und Umwelt zu analysieren, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und darüber zu berichten. Es geht weg von so einem Ansatz wie, wir machen irgendwelche Siegel für die, die nachhaltig sind, sondern es wird dezidiert gesagt, nee, es ist die Pflicht von einem Unternehmen, der Sorgfalt nachzukommen, um zu gucken, was ist in der Art, wie ich wirtschafte bei meinen Zulieferbetrieben, also im Rohstoffbereich, wäre es dann bis zur Mine, was passiert da und wo können da Menschenrechte verletzt werden und wo kann Umwelt zerstört werden? Und das Lieferkettengesetz, vielleicht nur ganz kurz, das befindet sich gerade im Bundestag, genügt da unseren Anforderungen in die Richtung nicht. Wenn euch das näher interessiert, könnt ihr gerne mal auf die Webseite von der Initiative Lieferkettengesetz gucken oder ihr kommt einfach in unsere Vorlesungen, ich glaube so die 7. würde ich mal schätzen, sehen wir gleich noch auf dem Plan, widmet sich da auch dem Lieferkettengesetz und vor allem diesen unternehmerischen Verantwortung. Die anderen Punkte, die wir im Ackerrohstoffe wichtig finden, ist neben diesem Lieferkettengesetz, dass die juristische Haftbarkeit von Unternehmen festgelegt wird, dass Beschwerdemechanismen eingerichtet werden, wo sich beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrer Sprache adäquat beschweren können, damit Unternehmen tätig werden müssen, dass Umwelt- und Sozialstandards auch in Handelsabkommen integriert werden. Und ein ganz wichtiger letzter Punkt, der, glaube ich, für die Ressourcengerechtigkeit unserer Vorstellung nach zentral ist, die Rechte der Menschen in den Abbauländern, denen ihre Mitspracherechte und denen ihre Bedürfnisse, die müssen einfach gestärkt werden. Also wir müssen zuhören, wie sie diese Bedürfnisse formulieren und uns viel mehr danach richten, als wir das gerade tun. Also hier sind Beispiele zu Wertschöpfungsketten, Finanzströmen, Eigentumsstrukturen, wo, ich habe das vorhin ausgeführt, der globale Norden einfach wahnsinnig profitiert und viele, viele Menschen in den Abbauländern tendenziell leer ausgehen. Okay, das war jetzt ein ziemlicher Ritt. Ich würde sagen, ich klicke dann gleich mal hier auf die Auswertung, dass wir zumindest 2 Minuten mal kurz Pause machen, dass ihr einmal die Augen vom Bildschirm nehmen könnt und ganz kurz vielleicht aufs Klo huschen. Ich würde jetzt ungern so richtig lange Pause machen. Wir haben nur noch 20 Minuten. Ja. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir einfach schnell durchziehen, damit quasi direkt nicht ganz hinten runterfällt. Ja. Okay, dann ziehen wir durch. Dann guckt vielleicht einmal aus dem Fenster und dann wieder aus dem Bildschirm oder steht einmal auf und setzt euch wieder hin. Das ist, finde ich, für die Konzentration auf den Genau, jetzt wird eh nur kurz geredet. Ich habe noch ein paar Fragen aus dem Chat. Also einmal gab es die Frage, was mit Bioökonomie genau gemeint ist. Am besten eine ganz kurze Antwort. Da kamen auch schon ein paar Hinweise im Chat zu. Aber genau, bei der einen Frage zu den Rohstofftreibern gab es die Bioökonomie. Was soll das sein? Ja, ich glaube, Anja hat das ganz gut erklärt. Darum habe ich das jetzt auch gar nicht mehr groß auf dem Zettel gehabt. Genau. Also Bioökonomie ist im Prinzip die Ersetzung von, also abiotische Stoffe werden durch biotische Stoffe ersetzt. Also es ist super breit. Die Idee ist eben nicht mehr endliche Rohstoffe, sondern nachwachsende zu verwenden. Das kann von irgendwelchen Algen gehen.
ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet. In der Frage war es quasi genau das Gegenteil von dem, was richtig war. Ne? Alles klar. Okay, dann kam noch eine Frage, wie der Anteil des recycelten Elektroschrotts definiert ist. Wird nur der Teil, der entsorgt wird, oder auch der Teil, der verarbeitet wird, mit einbezogen? Das war, glaube ich, irgendwie die vierte Frage. Genau, also recycelt heißt in dem Fall, dass es quasi, also dass es im Recycling-Prozess ankommt, ne? Dass Rohstoffe wiedergewonnen werden können. Wenn er einfach, also viel wird auch einfach verbrannt, das zählt dann nicht als recycelt. Ich weiß nicht, ob es ganz klar wurde. Also weiß ich nicht, wenn du den Rasierapparat in den Hausmüll schmeißt, dann wird er einfach verbrannt. Also in den Restmüll, wenn du es da reinschmeißt. Wenn du es abgibst, dann besteht die Chance, dass Stoffe da wiedergewonnen werden können. Gut, und dann kam noch eine letzte Frage. Also danke für die Antwort. Ich hoffe, das hat sich jetzt geklärt. Die Frage, wo bleiben die Verletzungen der Menschenrechte bei der Benutzung? Also gibt es dort Verletzungen? Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Bei der Benutzung von was? Ich schätze von Geräten. Mehr steht nicht. Kann ich dazu noch was sagen? Ja, gerne, aber nicht so, also kurz fassen, sehr gerne. Danke. Du hattest gesagt, dass die Sorgfaltspflicht das Höchste ist, was es gibt. Verantwortung gibt es nie. Und wenn man sich sozial-ökologische Transformationen vorstellt, hört es eben halt bei der Sorgfaltspflicht nicht auf, sondern es geht ja darum, auch die Benutzung von Produkten und Dienstleistungen mit zu beachten. Und da ist es eben halt schon die Verantwortung, die meines Erachtens höher steht. Ah ja, okay. Ja, das ist ein super Punkt. Also genau, ich kannte den Begriff Produktverantwortung nicht. Insofern habe ich den vielleicht unpassend gewählt. Also so wie ich dich verstanden habe, meinst du vor allem die Verantwortung der Leute, die die Produkte benutzen. Hab ich richtig verstanden, oder? Dass die natürlich, also was wir kaufen, welche digitalen Anwendungen wir nutzen, dass dann der Hersteller hat die Verantwortung für das Produkt von der Herstellung zur Lieferung, Benutzung bis zur Entsorgung und Wiederverwertung. So sieht's aus. Okay. Und das alles war klar, in deiner Erklärung, ist diese Sorgfaltspflicht einfach nicht so weit ausgeweitet worden. Und ich komme aus dem Bereich des Designs, wir sehen das schon, dass wir die Produktverantwortung, das als Produktverantwortung bezeichnen. Ja, okay. Also ich wollte die auch gar nicht gegeneinander ausspielen, auf jeden Fall. Aber es ist ein super valider Punkt. Ja. Danke für die Erklärung. So, das war es tatsächlich schon an Fragen. Danke für eure Fragen. Und falls ihr nachlesen wollt, was in diesen 12 Argumenten dasteht, das werde ich auch auf Opal hochladen. Dann könnt ihr euch das alles durchlesen. Genau, ich klicke mal jetzt hier auf Results. Und bin ganz gespannt. Jenny hat gewonnen. Jenny Koppelin. Herzlichen Glückwunsch. Kilian wurde Dritter und ich glaube, die zweite Person, weiß ich nicht, hat vielleicht keinen Namen angegeben. Aber ja, auf jeden Fall danke an euch alle, dass ihr mitgemacht habt. Genau, ja, danke, dass ihr mitgemacht habt. Und wir haben noch einen kleinen letzten Punkt quasi heute und den wird euch Anja vorstellen. Und da geht es dann um den Rohstoffrucksack. So, jetzt müsstest du auch deinen Bildschirm teilen können, Anja.
So, Anja, kannst du deinen Bildschirm teilen? Man hört dich nicht. Ich glaube, du hast auch Anja, gehört, bist du mein da? Mikro aus an. Falls du technische Probleme hast, kann ich Ja, das hallo, auch hört sonst man mich machen. jetzt? Ah ja, jetzt hört man nicht. Ah ja, es hing gerade irgendwie. Also ich habe den Link schon in den Chat geteilt. Das ist jetzt nochmal so ein kleiner Test zum Ressourcenrucksack. Das bedeutet, also ich kann den Bildschirm gerade noch nicht teilen, aber ich erzähle schon mal. Also das bedeutet, der rechnet sozusagen aus, wie viel Tonnen man an natürlichen Ressourcen im Jahr verbraucht. Genau, also da zählen halt die unterschiedlichen Lebensbereiche hinein, Reisen, Wohnen oder Ernährung. Und da werden euch eben auch Tipps angezeigt, dann am Ende. Und das dauert ungefähr so 10 Minuten. Wichtig ist dabei, dass nicht das einzelne Produkt, also die Nutzung zählt, sondern auch die Entsorgung gleich mitgerechnet wird und natürlich die Produktion. Also zum Beispiel beim Auto zählt halt auch die Stahlhütte oder die Eisenerzmine noch mit rein. Und das wird insgesamt ausgerechnet. Und dann haben wir noch eine Umfrage auch auf Voxvote noch gemacht, wo ihr am Ende angeben könnt, was bei euch rausgekommen ist, wie viele Ressourcen ihr so verbraucht. Und das würden wir dann auch noch ganz kurz auswerten. Und da stelle ich auch gleich noch den Link in den Chat. Und wenn ihr mit einem fertig seid, könnt ihr dann auch ein Plus in den Chat machen, dass wir wissen, dass ihr fertig seid. Genau, ich kann leider aber immer noch nicht irgendwie meinen Bildschirm teilen. Aber der Link ist im Chat und das sollte funktionieren. Dein Mikro hier jetzt. Sorry. Also der Rechner dauert so 10 Minuten. Ihr könnt bei den meisten Sachen auch Schätzwerte einfach angeben, wenn ihr die Zahlen irgendwie nicht aus dem Kopf wisst. Und ja, vielleicht schaffen wir es sogar jetzt noch. Sonst würde ich sagen, dass ihr den auch in Ruhe fertig machen könnt. Wenn ihr jetzt nicht fertig werdet, dann machen wir das nächste Woche am Anfang der Sitzung. Und dann könnt ihr das da eingeben, was da eure, wie schwer euer Rucksack ist. Und danke, Lara, auch nochmal für den Punkt zu Unternehmen, zur Produktverantwortung. Auf jeden Fall. Danke auch für den Hinweis. Okay, also falls es bei jemandem nicht klappen sollte, könnt ihr euch ja auch einfach melden im Chat oder per Mikrofon. Aber es sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Genau, kleiner Hinweis zu dem Rechner noch. Wir haben ja bis jetzt über metallische Rohstoffe geredet die ganze Zeit. Hier sind jetzt auch beispielsweise Kohle mit dabei. Also der Rechner ist jetzt ein bisschen breiter. Nur für metallische Rohstoffe gibt es sowas unseres Wissens noch nicht. Genau, also Biomasse zählt zum Beispiel auch dazu. Also Dinge wie Holz zum Beispiel.
Saskia, muss ich da noch irgendwas aktivieren für die letzte Frage hier? Muss ich die auch live schalten? Wahrscheinlich schon, ne? Damit Leute das eingeben können, ja. Ja. Aber wir müssen vorher gucken, dass keine Zeitbegrenzung angegeben ist. Weil sonst können ja nicht alle ihre Ergebnisse eingeben. Okay, dann schalte ich die jetzt schon mal live. Vielleicht sind ja ein paar Leute schon richtig schnell gewesen. Ansonsten können wir die auch nächstes Mal nochmal am Anfang kurz den Link teilen. Dann könnt ihr das da noch angeben oder ihr klickt das nach der Vorlesung noch an. Ja, Saskia, möchtest du am Ende nochmal den Plan zeigen? Das haben wir jetzt nämlich noch nicht gemacht. Ja. Das wäre jetzt die... Stimmt. Wahrscheinlich... Es steht auch im Opal. Wahrscheinlich sind ja jetzt viele beim Rechnen. Ich würde noch zwei Minuten oder so warten und dann stelle ich das nochmal vor und dann beenden wir auch die Vorlesung. Okay, die ersten Antworten kommen auf jeden Fall rein. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn wir die Ergebnisse dann nächstes Mal vorstellen, damit wir jetzt nicht großartig überziehen. Ich glaube, es wäre gut, den Plan dann jetzt am Ende noch einmal... Bei der Umfrage soll man... Kann ich kurz was fragen? Ja, gerne. Bei der Umfrage, wenn man die anklickt, dann steht, man soll sich einloggen. Aber ich habe da ja gar keinen Account. Ja, wir schicken nochmal den richtigen Link. Ich glaube, da kam eine kleine Verwechslung rein. Eine Sekunde, ja. Genau, also den Code schicke ich euch jetzt in den Chat und dann ist es, könnt ihr wieder über live.voxo.com darauf zugreifen und es quasi dort eintragen bzw. eine Spanne auswählen. Aber viele sind da jetzt schon fertig. Das heißt, Julius, würdest du nochmal
deinen Bildschirm teilen für die letzte Folie? Oder soll ich das machen? Das kann ich gerne machen. Moment. Irgendwie habe ich die Berechtigung gerade nicht mehr. Ah, okay, dann mach vielleicht musst du das dann machen. Genau, so. Falsch. So, genau. Also erstmal vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und das Quiz mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen was gelernt. In der Vorlesung werden wir auf ganz viele Themen, die schon angesprochen wurden im Quiz, noch vertiefend eingehen. Am Anfang, in den ersten zwei Sitzungen geht es quasi um die Treiber des Rohstoffhungers und das wird in zwei Vorlesungen geteilt. Es wird danach um den Abbau und die damit verbundenen Probleme, also die Menschenrechtsverletzungen und die Umwelt, Probleme eingegangen werden, und in der darauf folgenden Vorlesung wird es dann darum gehen, was dann nach dem Abbau der Rohstoffe bis zum fertigen Produkt passiert. Dabei werden wir auf zwei Technologien eingehen. Danach gibt es zwei Sitzungen, die wieder sehr politisch sind, einmal um das Lieferkettengesetz, was schon angekündigt wurde, aber auch welche Konzepte es quasi für das Lösen des Rohstoffproblems gibt. Und in den letzten drei Sitzungen werden wir uns mit Lösungen, mit weiteren Lösungen beschäftigen, also einmal mit Recycling und auch mit der Kreislaufwirtschaft. Und in der letzten Vorlesung wird es dann allgemein darum gehen, wie wir die Rohstoffwende umsetzen können. Das sind alles total spannende Themen. Ich bin selbst total gespannt, was uns da alles erwartet, und freue mich auf den ganzen Input. Wir hoffen, dass wir alle Bereiche gut abdecken können und auch ein bisschen Technik und ein bisschen Recht dann auch beim Lieferkettengesetz mit einbinden können, sodass wir in allen Bereichen was lernen können. Und nächste Woche freue ich mich dann auf eure ganzen Ergebnisse vom Rohstoffrucksack, also die Leute, die es jetzt nicht geschafft haben, den fertigzustellen. Das könnt ihr quasi im Laufe der Woche machen. Und dann sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Sitzung. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und hoffe, dass ihr viel gelernt habt und gespannt seid, was euch nächste Woche erwartet. Frage. Ist die jetzt schon geöffnet? Also ich weiß nicht, wie ich da was eintragen soll. Also das ist wie so ein dieser Box-Dings-Link, oder? Saskia, kannst du das beantworten? Sonst an die anderen auch schon. Ciao von meiner Seite. Ich freue mich auch, euch nächste Woche wiederzusehen. Habt einen schönen Abend. Also Sassi, unter dem Link jetzt nochmal den Zahlencode, den du geschickt hast, darunter ist das jetzt geschlossen, das Event. Und da gibt es jetzt keine Möglichkeit, das einzutragen. Ich schaue gerade nochmal. Dann würde ich sagen, ihr merkt euch euer Ergebnis. Ja, oder so. Sonst machen wir das nächstes Mal am Anfang einfach, dass die Leute dann alle ihr Ergebnis nochmal eintragen können. Ja, das wäre wahrscheinlich am Anfang. Ansonsten könnt ihr jetzt auch schon mal aufschreiben, was die Leute in den Chat geschrieben haben. Dann habt ihr auch einen kleinen.
einen Überblick, was so rausgekommen ist. Und es sind erstaunlich geringe Zahlen. Wahrscheinlich sind die Leute wegen Corona letztes Jahr nicht viel unterwegs gewesen, nehme ich mal an. Ja, ich bin auch ganz beeindruckt von den niedrigen Zahlen. Und wir haben alle sehr, das sind alles sehr vorbildliche Leute, das kann natürlich auch. Oder es schreiben nur die Leute mit niedrigen Zahlen in den Chat. Das kann natürlich auch sein. Ja, wir merken uns dann die Zahlen, beziehungsweise vielleicht ihr. Und dann werten wir das beim nächsten Mal aus. Aber danke schon mal, dass ihr das alles ausgerechnet habt und eure Ergebnisse teilt. Genau, und jetzt sind wir auch schon 5 Minuten über Zeit. Genau, dann würde ich damit jetzt hier das Meeting beenden und freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao.